spät ist es denn? Ich glaube, es ist noch nicht super spät. Oder doch? Ist es schon... Ich glaube, es ist schon Abend. Mist. Ich wollte unbedingt noch die Mauer da drüben upgraden. Könnte ich ja vielleicht trotzdem. Weil jetzt mit der Tentakelmauer und den Ritter noch dazu... Hält das vielleicht lang genug? Ich werde denn hier die ganzen Münzen liegen lassen. Schämtheit. Desert Dragon sagt, Resi 4! Resi 4! Resi 4! Resident Evil 4 soll ja angeblich ein Remake kriegen. Also die Leaker, ich meine, es sind nur Gerüchte, aber die Gerüchte verbreiten, scheinen sich sehr sicher zu sein. Aber gut, keine Ahnung. Aber das wäre... Aber ich weiß es echt nicht, was ich davon halten soll. Das hat Potenzial, wahnsinnig genial zu werden. Aber vielleicht versemmeln sie es auch und dann ist es richtig scheiße. Weil das tut mir dann persönlich im Herzen weh, wenn die ausgerechnet meinen Lieblings-Resident Evil vermasseln. Ich bin da echt zwiegespalten, weil wenn ich mir das Remake von 2 und 3 ansehe, dann sage ich so, ja, die könnten daraus ein super Resident Evil 4 Remake machen. Aber gleichzeitig denke ich mir, ja... Vielleicht sparen die dann aber auch wieder an Inhalten und dann wird es viel kürzer und dann fehlen irgendwie meine Lieblingsgegner und die Passage ist nicht drin und dann kann man die Waffen nicht upgraden und ne, das sind so meine Sorgen. Mal schauen, ob die gerechtfertigt sind. Hoffentlich nicht. Resident Evil 4, 7 und Revelations 2. Ich finde, Revelations hatte immer so einen absolut fantastischen, wie soll ich den nennen, Multiplayer-Modus oder Action-Adventure-Modus. Jeder, der Revelations gespielt hat, weiß, was ich meine. Diesen Bonus-Modus eigentlich nur, indem man die bekannten Level quasi mit neuen Gegnern spielen kann, mit ganz neuen Gegnern teilweise. Die Gegner haben dann auch verschiedene Level und man lootet dann Waffen, die auch wieder verschiedene Level haben und man rüstet dann seine Charaktere aus und wir haben Fähigkeiten und man kann sie im Multiplayer spielen. Das ist super. Also ein Co-op Resident Evil Loot Shooter, den die da quasi als Bonus zum Spiel gebaut haben. Davon hätte ich gern mehr. Dann Resident Evil 1, Resident Evil 2 Remake, 2. Achso, Resident Evil... Jetzt warte mal, jetzt kann ich es richtig lesen. Jetzt verstehe ich. Erstens Resident Evil 2 Remake. Zweitens den vierten, drittens Resident Evil 5. Ja, ich mochte Resident Evil 5 auch noch gerne. Den haben viele auch schon nicht mehr gut gefunden. Und ich kann verstehen, warum. Weil der war schon so ein Übergang zwischen... Ne? Das sechste wurde dann wirklich problematisch, für mich auch. Und der fünfte war schon so ein spürbarer Übergang vom vierten, der noch richtig cool war, der auch noch ein bisschen mehr Horror war, der einfach super gepolished war, der Spaß gemacht hat und ordentlich Content geliefert hat. Und das war schon so eine Reduzierung, so ein bisschen Resident Evil 5. Da war schon viel mehr Action, da war weniger Looten und Waffen upgraden, das wurde ein bisschen zurückgeschraubt, das fand ich doof. Aber der Koop-Modus hat es für mich gerettet, weil das hat mir echt viel Spaß gemacht, das mit Freunden im Koop zu spielen. Und der sechste war dann einfach zu viel, zu sehr in die falsche Richtung. Dass man dann irgendwie auch seine Waffen nicht mehr upgraden kann oder so, sondern dass man irgendwelche komischen Medaillen freischaltet und dann kann man pro Mission aber nur irgendwie eine Handvoll ausrüsten. Das ganze Gameplay viel zu schnell und actionreich. Das war dann zu viel. Der fünfte war so der Übergang. Verstehe, warum den viele schon nicht mögen. Für mich war der noch spaßig. Hauptsächlich wirklich wegen Multiplayer. Der hat für mich einige Features, die aus dem vierten gefehlt haben, wieder gut gemacht, so ungefähr. Und der Mercenary-Modus, sowohl im vierten als auch im fünften, war super. Mit dem habe ich auch super viel Zeit verbracht. Ja, ja, so war das. So, Kerl, der Pudding mag erstens Resi 4, zweitens Resident Evil 2 Remake, drittens Resident Evil 7. 7 mochte ich übrigens auch gerne, aber das ist für mich kein Spiel, das so heraussticht. Ich finde, die Resident Evil-Reihe, also zumindest die Hauptteile, haben ja eigentlich durch die Bank eine ziemlich hohe Qualität. Ich meine, ja, der sechste war vielleicht eine Gurke. Und na, es gibt Präferenzen, manche mögen den lieber, andere den. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist Resident Evil schon eine Reihe, die durchschnittlich hohe Qualität hat. Und
Deswegen mag ich auch wirklich die, die jetzt nicht in meiner Top 3 dabei waren, eigentlich echt gerne. Ich finde den 7. super. Ich finde Code Veronica, aber das habe ich sogar aufgezählt, super. Ich finde auch die Remake super. Aber ich finde halt manche super rar als andere. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Ich mag die Third-Person-Kamera grundsätzlich lieber in den Resident Evil noch mehr als sowieso schon. Passt, finde ich, besser einfach. Ist mir sympathischer auch. Aber ich habe auch nichts dagegen, dass die Hauptreihe, also jetzt den 8. Teil in der First-Person wieder machen, wenn die Gerüchte denn stimmen, weil die ja quasi mit der Remake-Reihe, die sie jetzt anscheinend parallel laufen lassen, eben so ein bisschen klassischeres Third-Person Resident Evil liefern. Und insofern ist irgendwie für jeden was dabei. Und eigentlich ist es doch cool. Finde ich gut. So, wir müssen jetzt irgendwie echt den Winter überstehen. Der Winter wird karg. Ich hätte vielleicht doch noch in Welt 2 bleiben sollen oder in Welt 1 zurückreisen. Man weiß es halt immer nicht. Die Winter sind doof. Wir haben vor allem noch keine Speerträger. Die bräuchten wir. Die könnten auch im Winter fischen. Naja. Fallout 4? Fallout 4, Fallobst 4. Auch nicht schlecht. Man könnte es natürlich auch wie Final Fantasy 7 aufziehen und alles noch detaillierter machen, dafür dann mit mehreren Teilen. Wenn es gut gemacht ist und ne, könnte ich mich auf sowas einlassen. Und das hat dann aber fast schon was von Revelations eigentlich, ne? Aber theoretisch, wenn es gut ist, solange es gut ist, solange es cool ist und mir dann vielleicht sogar quasi jährlich wieder so ein ordentliches Stück Resident Evil vorsetzt. Noch umfangreicher als das Original. Schöner und umfangreicher. Und jedes Jahr gibt es eine neue Portion. Klingt eigentlich ganz cool sogar. Ja, also theoretisch, wie gesagt, theoretisch würde ich denen absolut zutrauen, dass das absolut genial wird. Würde denen auch zutrauen, dass sie es ein bisschen verbocken. Halt alles für möglich. Wenn man den Gerüchten glauben will, aber wie gesagt, das ist immer so eine Sache, hat ja Shinji Mikami selbst abgelehnt, dass er die Direction übernimmt. Wenn der die Leitung hätte, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Dann wäre das Projekt in sicheren Händen. Wenn Mikami selbst verantwortlich ist, dann glaube ich, würde das was werden. Aber das macht er nicht, weil er gerade für Bethesda dieses Geist in Tokio Spiel macht, auf das ich gespannt bin, aber mal schauen. Aber er ist anscheinend als so eine Art kreativer Berater mit an Bord. Finde ich gut. Mikami sollte da schon selber wirklich mit Hand anlegen. Finde ich gut. Wenn es denn stimmt. Hoffe ich zumindest. Der 6. war okay. Ja, ich fand den ehrlich furchtbar leider. Mir hat er einfach auch keinen Spaß gemacht. Also, es geht mir nicht mal drum, dass ich sagen würde, das ist kein Resident Evil mehr. Das weicht zu sehr vom Ursprung ab. Wenn es gut wäre, bin ich da nicht so. Aber der hat mir einfach nicht gefallen. Nix an dem hat gefallen, leider, muss ich sagen. Die Progression nicht, dass das Hochstufen quasi aus dem 4. und im 5. war es ja noch ein bisschen drin, quasi fast komplett wegfällt. Die actionreichen Kämpfe und auch die Story hat mir nicht gefallen. Es hat mir einfach nicht gefallen. Leider. Ist das Skyline, hallo. Fast den Spiel verpasst. Eine halbe Stunde haben wir noch. Nicht gut, aber nicht schlecht. Naja, also wie gesagt, für mich war es eben schon einfach nicht gut. Mir hat es wirklich nicht gefallen. Aber ich, wie schon gesagt, das ist immer auch Geschmackssache, das ist eh klar. Ja, ich meine, es war jetzt nicht verbuggt oder so. Es war ein perfekt funktionierendes Spiel. Es hatte gut Content. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein schlechtes Spiel im Sinne von, es war irgendwie scheiß Spiel. Es hat mir nur einfach wirklich nicht gefallen. Aber so technisch und vom Umfang her und von der Umsetzung her und alles kann man eigentlich nichts aussetzen. Insofern ist es schon Geschmackssache, ganz viel. Hast du eine Idee? Warte mal. Hast du deine Idee mit der Tentakelreligion eigentlich vom Futurama? Nee, das sagt mir gerade gar nichts. Gibt es da mal eine Tentakelreligion in Futurama? Ich kann mich nur an die Hypnotoad erinnern.
Day of the Tentacle habe ich eher ein bisschen dran gedacht. Und natürlich Cthulhu. Aber Futurama gar nicht. Und Crusader schreibt noch 2, 4, 1 und 3. Die Remakes fand ich nicht so gut. Staffel 9, Ära des Tentakels. Habe ich gestern zufällig gesehen. Ah, okay, das weiß ich echt gar nicht mehr. Stell dir mal vor, es wird ein Virus geben, der mit allen Viren von Resident Evil... Warte mal, nochmal. Stell dir mal vor, es wird ein Virus geben, der mit allen Viren von Resident Evil gegeben hat. Was? Also alle Viren in einem. Ich meine, wie soll... Was? Kann ich mir gar nichts darunter vorstellen. Dann wird man ein Tyrant, ein Zombie mit ganz viel Augen überall, oder wie? Im Grunde. Eigentlich ist ja genau gesehen alles der Progenitor-Virus. Insofern sind ja alle nur nahe verwandte Viren. Aber man würde sehr wüst mutieren. Wahrscheinlich würde alles sofort sterben einfach. Was mit dem Virus in Kontakt kommt. Würde ich mal vermuten. Hallo Bär. Zombie-Bär. Zombie-Bär. Wir haben keine Rekruten. Wir haben keine Bogenschützen. Wir haben kein Geld. Winter ist blöd. Winter ist blöd. Also für das, was der Sechste sein will, nämlich ein Action-Hit rund um die Welt, ist es eigentlich nicht schlecht. Passt halt nur nicht zu der Reihe. Die war sonst immer sehr lokal und nicht rund um die Welt. Ja, wie gesagt, es geht mir auch wirklich gar nicht drum, dass das Spiel irgendwie stark von der ursprünglichen Formel abweicht, sondern mir hat das Gameplay einfach nicht gefallen. Nix am Gameplay, das sowohl das Shooter-Gameplay als auch die Progressionsmechaniken war für mich alles nicht spaßig. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, den ich persönlich habe an dem Spiel. Kennst du SimCity? Natürlich. Ich habe sehr viele SimCities gespielt. Mein erstes auf dem Super Nintendo. Mit Dr. Wright als Assistenten. Das war cool. Wer kennt SimCity nicht? Das stimmt. Manche. Wirklich? Ist das mittlerweile so, dass die Jüngeren... Ich gehe mal davon aus, dass es vor allem Jüngere sind, oder? SimCity nicht mehr kennen? Ich meine, es stimmt schon. So Skyline, City Skylines und sowas ist das neue SimCity, oder? So ein bisschen. Wahrscheinlich kennt man vielleicht sogar eher das. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Gute Nacht, Hugo. Mach's gut. Merlin, hallo. Das ist das Update, genau. Im Endeffekt hat sich nicht viel verändert. Man hat jetzt ein bisschen einen anderen Stil. Die Truppen sehen anders aus. Und die Hintergründe und so sind anders. Und man hat jetzt neue Reittiere. Und die Oberhäupter haben jetzt selber auch noch Fähigkeiten. Sie kann jetzt hier zum Beispiel Eis schießen. Also jetzt kann sowohl mein Reittier Tentakel wachsen lassen, als auch sie eine Eispeitsche schießen. Und es gibt 4 verschiedene Oberhäupter und ganz viele neue Reittiere. Das ist schon cool. Aber ansonsten ist es wie mit der Mittelalterfraktion eigentlich bis jetzt. Ich glaube, die haben mir die Mauer kaputt gemacht. Also nicht so cool. Mensch, Winter ist echt blöd. Gut, dass der Stream bald vorbei ist, weil... Winter ist auch ein bisschen langweilig, weil ich kann jetzt echt nichts machen, außer hoffen, dass wir durchhalten, bis der Frühling kommt. Das ist ein bisschen schade. Schaust dir an, ein Tentakelgott kommt auf die Erde und bringt den Menschen Liebe. Und Fry ist der Papst der Tiefe. Das ist echt verdammt nah dran. Ha, das stimmt. Das sagt mir gerade gar nichts. Ich habe früher so viel Futurama geguckt. Aber das sagt mir gerade wirklich gar nichts. Gibt es da vielleicht neuere Staffeln, die ich nicht mehr gesehen habe? Könnte schon sein. Da ist der Papst der Tiefe. Ich meine, das klingt sehr nach Cthulhu. Die Folge, die du da beschreibst. Also das klingt sehr nach Cthulhu-Mythos. Wahrscheinlich ist die Inspiration für die Folge quasi die gleiche wie meine. Die Resident Evil Echt-Verfilmungen sind echt schlecht, oder? Ich finde schon. Ich fand den ersten noch
okay, aber der hat mir auch schon nicht gefallen. Und ab da ging es irgendwie steil bergab. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nur 3 oder so wirklich gesehen. Ein paar liefen vielleicht mal im Hintergrund, aber da kann ich gar nichts dazu sagen. Die haben mich auch nie wirklich interessiert eigentlich. Also nach dem ersten hatte ich schon kein Interesse mehr dran und dann... Also für mich sind die auf jeden Fall nichts. SimCity 4 habe ich jetzt erst wieder angefangen. Ja, warum nicht? SimCity ist immer gut. Vor allem am... Also das Schönste... Ich habe, wie gesagt, am meisten die Super Nintendo-Version gespielt. Aber das gab es auch in der alten PC-Version. Das Schönste war natürlich immer, wenn man seine Stadt dann aufgebaut hat und alles funktioniert und groß und schön ist, dass man dann die Naturkatastrophen auf Knopfdruck startet. Und in der Super Nintendo-Version konnte man aus irgendeinem Grund einen riesigen Bowser beschwören, der dann durch die Stadt stampft und alles einreißt. Das war das Allerbeste. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich habe die Städte nur deswegen aufgebaut und gemanagt und florieren lassen, damit ich sie dann von riesen Bowser einreißen lassen kann. Super cool. Kennst du die Burnout-Reihe? Natürlich, Burnout finde ich super. Burnout fand ich super. Ich mag nicht, in welche Richtung Burnout gegangen ist. Für mich war Burnout in erster Linie der Crash-Modus. Der Crash-Modus in Burnout 2 und 3 waren der Wahnsinn. Ich habe so viel Zeit mit diesem Crash-Modus verbracht. Das war unglaublich cool und unterhaltsam. Immer auf der Jagd nach Highscores und immer noch mehr Laster verwickeln in das Ganze und noch mehr Chaos verursachen. Das war richtig cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und Paradise hat dann den Crash-Modus im Grunde komplett rausgenommen. Ist, glaube ich, wahrscheinlich ein besseres Rennspiel geworden, aber ein schlechterer Crash-Simulator. Hat mir deswegen nicht mehr wirklich gefallen. Einfach leider. Aber die alten Burnout-Spiele, die auch noch viel arkadiger und bescheuerter waren, die mag ich gerne. Oder mochte ich gerne, auf jeden Fall. Ah, shit, ey. Die sind hier durchgebrochen durch die Mauer. Ich kann die Mauer auch nicht mehr wieder aufbauen, weil wir einfach kein Geld haben. Und die haben ihre Bögen verloren. Ich habe auch kein Geld, um neue Bögen herzustellen. Ich habe einfach gar nichts. Auf der Map gibt es nicht mal einen Händler. Ein Jäger haben wir. Und die Mauer ist auch eingerissen noch. Wann ist denn das passiert? Ja, ich glaube, wir gehen hier Game Over. Das macht aber in dem Spiel nicht viel. Aber trotzdem, schauen wir mal. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Jungen kennen nur noch Fortnite und FIFA. Ja, FIFA kannte man schon immer. Ich habe gehört, dass jetzt irgendein neues Online-Spiel da ist und jetzt die ganzen Pros von Fortnite abwandern. Und alle sagen, ja, jetzt ist Fortnite tot, weil jetzt die ganzen Pros woanders spielen. Aber die ganzen Fortnite-Spieler scheinen echt froh zu sein, dass jetzt die ganzen Pros weg sind, weil die anscheinend nur super toxisch und nervig waren. Und jetzt können die endlich in Ruhe richtig spielen, die anderen. Insofern. Aber also in dem Bereich kriege ich gar nichts mit. Fortnite ist mir ein Begriff. Das habe ich sogar mal kurz gespielt, weil ich wissen wollte, was der Hype so ist. Aber was jetzt da zum Beispiel das Neue gerade ist und wie heißt es? Irgend so ein Spiel, das glaube ich EA oder so voll gepusht hat. Die haben da irgendwie Influencer gekauft und riesig gepusht nach oben. War auch relativ erfolgreich. Apex oder sowas sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß, das ist ein unglaublich erfolgreiches Spiel, das irgendwie Bombenzahlen macht und sich super verkauft, aber das ist so eine Blase innerhalb der Videospiel-Community. Da habe ich null Ahnung, da kriege ich nix mit, interessiert mich auch null. Wie gesagt, die Namen habe ich vielleicht mal gehört, aber bis zur letzten E3 oder so, wo die gesagt haben, oh, neue Inhalte für Apex Legends, hier, Apex Legends, da. Und ich saß davor und habe mir gedacht, Apex, was? Das habe ich noch nie gehört, was wollt ihr von mir? Davor wusste ich überhaupt nichts von dem Spiel und jetzt weiß ich auch nicht besonders viel drüber. Das sagt mir alles nichts. Ist mir auch alles wurscht. Aber es ist einfach so ein unglaublich breites Feld. Ich meine, es gibt auch so viele, doch eigentlich sehr große Genre, sehr erfolgreiche Genre, die ich einfach, wo ich mich null auskenne. Erstens zum Beispiel eben Spiele, die auf ein junges Publikum abgezielt sind, Spiele speziell für Kinder.
Das ist ein Riesenmarkt, von dem ich null Ahnung habe. Mobile-Spiele, null Ahnung. Und oder nur sehr wenig. Und auch so Graphic Novels oder sowas. Fast null Ahnung. Jetzt würde ich eigentlich behaupten, dass ich super viel über Videospiele weiß und mein ganzes Leben Videospiele gespielt habe. Und ich möchte manchmal behaupten, ich kenne alles. Aber in Wirklichkeit gibt es so viel, von dem ich noch nie gehört habe, was so umfangreich ist. Und ich doch nur in meiner Blase bin. Der Hardcore-Gamer-Blase. Oder so. Wie auch immer. Naja, fällt mir da ein bei dem Thema. Nicht mal mehr Minecraft. Ja, die Minecraft-Zeiten sind auch vorbei. Ich kann ja stolz behaupten, dass ich Minecraft schon lange gespielt habe, bevor es cool war. Ich war voll der Trendsetter. Wenn ich damals schon auf YouTube gewesen wäre, verdammt! Die Welle habe ich leider übersehen. Das habe ich schon in der Earliest Super Alpha überhaupt gebaut. Ich weiß noch, dass bei dem ersten Update, das ich mitbekommen habe, Türen eingeführt wurden. Das war richtig cool, weil jetzt die Zombies nicht mehr reinkommen konnten in die Höhle, die man sich baut. Ich glaube, es gab da auch keine Biomi. Man hat entweder eine Gras- oder eine Schneemap gehabt beim Spawnen. Man konnte noch nicht sehr viel craften. Ich glaube, nur die Standardwerkzeuge im Endeffekt. Das waren noch Zeiten. Okay, wir haben im Grunde, glaube ich, den Run hier ziemlich verloren. Befürchte ich. Schauen wir mal. Winter, jetzt geh doch weg, Winter. Wie lange kann denn der Winter dauern? Verdammt nochmal. Das wäre echt... Hey, wirklich, wenn ich da schon einen YouTube-Kanal gehabt hätte. Das waren auch noch Zeiten, wo man auf YouTube noch Geld verdienen konnte. Das wäre super gewesen. Tja. Aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt, das Spiel überhaupt so früh zu entdecken. Muss man wahrscheinlich auch sagen. Der erste geht noch, aber spätestens ab dem dritten war alles nur noch Blödsinn. Leider haben sich die Spiele stark davon inspirieren lassen. Wirklich, findest du? Sehe ich zum Glück nicht. Hast ja Prime Video. Ach so, da gibt's neuere Folgen. Ah ja, cool. Muss ich vielleicht mal wieder gucken. We are the lazy generation. Oder Wii Sport. Wii Sport habe ich auch so manchen Tennisarm zu verdanken. Als das neu war, war das schon sehr faszinierend. Need for Speed ist scheiße geworden. Das seit Carbon. Ich habe ehrlich gesagt seit Need for Speed Underground 2 kein Need for Speed mehr gespielt. Aber die Hot Pursuit-Teile und die Underground-Teile mochte ich damals echt noch sehr gerne. Battle Royale ist generell nicht mein Fall, nee. Meiner eben auch nicht. Simpsons oder Family Guy? Simpsons. Wobei ich die mittlerweile auch nicht mehr so gut finde. Aber ja. Generell Simpsons, würde ich sagen. Bin leider Gottes super schlecht in Battle Royale-Spielen. Hey, ich glaube, haben Battle Royale-Spiele so eine Mechanik, dass man am Anfang, wenn man anfängt zu spielen, irgendwie, dass einem das gewinnen lässt. Dass einem das mit besonders oder irgendwelche geheimen Vorteile gibt oder so. Weil ich habe sowohl Fortnite als auch, wie hieß das, das davor so groß war? Auf jeden Fall habe ich die beiden, glaube ich, jeweils 3, 4, 5 Mal gespielt und habe von den Matches, glaube ich, immer so 2 oder 3 gewonnen und bin immer in der Top 3 gewesen. Also entweder bin ich ein Battle Royale Naturtalent, was ich nicht glaube, oder die haben mittlerweile so Anfix-Funktionen, dass man als neuer Spieler irgendwie bevorteilt wird, irgendwie gegen, weiß ich nicht, wie genau, vielleicht sogar Bots, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Kann das nicht sein. Ich glaube, da wird getrickst. Dass man sich besonders gut vorkommt oder Erfolgserlebnisse hat auf jeden Fall. Bin ich mir fast sicher. Naja. Schauen wir mal, ob wir noch so lange durchhalten wie möglich. Ich hoffe jeden Morgen, dass der Schnee schmilzt und wir wieder Geld verdienen. Aber wenn wir schon langsam keine Bogenschützen mehr haben, dann gibt's eh keinen. Können wir eh nichts mehr machen im Grunde.
Ah ja. Die guten alten Multiplayer-Sessions sind Unreal Tournament oder Quake waren bis heute die liebsten in Shootern. Wir hatten, das hat stark gewechselt. Wir hatten in unserer Jugend viele, viele Multiplayer-Spiele, die wir gern und lang gespielt haben. Nicht nur Shooter, aber ich kann mich vor allem auch noch an Far Cry, das erste Far Cry, eine ziemlich coole Far Cry Multiplayer-Sessions erinnern. Da hatten wir echt viel Spaß und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass das Spiel echt ein großes Problem hat, wenn es um Fairness geht, weil wenn man einfach die Grafikeinstellungen voll runterdreht, beziehungsweise die Leute mit den schwacheren Rechnern hatten riesen Vorteile, weil dann das ganze Gebüsch und Grünzeug einfach nicht geladen wird. Und dann ist man so durchs Gebüsch geschlichen und überall Blätter, man hat kaum was gesehen, aber aus der Perspektive von dem Spieler mit dem schwachen PC bist du irgendwo mitten im Nichts gestanden einfach, mitten im offenen Feld. Das war witzig. Das war cool. Ansonsten haben wir sehr viel Rune gespielt. Rune war im Multiplayer, finde ich, super cool. Ein sehr cooles Kampfsystem. Hat es viel Spaß gemacht. Da war ich wirklich gut. Im Gegensatz zu Fortnite und so, die, glaube ich, betrügen, war ich in Rune eine Zeit lang echt gut. Das war cool. Da gab es ja auch einen neuen Teil vor kurzem. Der war leider nicht... Hat mir nicht so gefallen, auf jeden Fall. Naja, Bud Spencer und Terence Hill Filme waren legendär. Das stimmt. Ich verabschiede mich mal. Ja, mach's gut. Das 1 und 1 zickt mal wieder rum. Gute Nacht, Ramsi. Ciao, mach's gut. Das Afrika-Setting in Resident Evil 5 kam zum Beispiel nach dem Film in Teil 3 in der Wüste war. Okay, dann müsste ich jetzt, wie gesagt, da kenne ich die Filme nicht. Das müsste ich jetzt sehen, ob es da wieder die Parallelen sind. Nein, keine Vorteile. Bist du dir da sicher? Ich glaube das nicht. Paragon, das MOBA. MOBAs kenne ich auch nicht. Mit MOBAs, also so Multiplayer-Sachen, egal ob Battle Royale oder MOBA oder... Das kenne ich mich alles, bei allem nicht aus. Ich habe noch die Ursprünge des MOBAs miterlebt, weil ich da ganz gern Warcraft 3 gespielt habe. Tower Defense war mir aber da schon immer lieber, von den wirklich coolen Mods, die es für Warcraft 3 gab. Das sind ja echt... Ich meine, MOBAs und Tower Defense hatte schon vielleicht nicht unbedingt seinen Ursprung, aber seinen großen Popularitätsschub durch Warcraft 3. Das hat da schon ganz schön heute sehr populäre Genre erschaffen. Oder die Modder des Spiels haben die erschaffen, besser gesagt. Cool, das war cool. PlayerUnknown Battleground, genau, da, so hieß das. Das stimmt. Das war's. Okay, gute Nacht, Foxy. Mach's gut. Bis bald. Wie spät ist es? Noch 8 Minuten, dann machen wir eh Schluss. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen überleben hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ich meine, mit meiner Eispeitsche und dem Tentakeltier hier, dem Dornententakeltier, kann ich die schon ganz gut aufhalten, aber halt immer nur auf einer Seite. Da käme jetzt der Multiplayer ins Spiel. Das wäre natürlich jetzt zu zweit besser, wenn auf jeder Seite einer stehen könnte. Ich meine, das Reittier gibt es nur einmal, aber... Ah, die kommen schon von der anderen Seite jetzt. Oh Gott. Warum sind denn da gerade... Ach, weil da ein Ritter steht. Der Ritter hat die alle angefangen. Komm schon, jetzt hör auf, Winter. Geh weg, Winter. Wenn die Sonne aufgeht, will ich, dass der Schnee aufhört und es Frühling wird. Es wird einfach nicht Frühling. Okay, ich erkunde jetzt die Insel ein bisschen. Vielleicht finde ich wenigstens irgendwas total Cooles. Ich hätte echt gern schnelleres Reittier als das da. Wäre auch gut zum Erkunden. Aber naja. Achso, Chatmeier übrigens. Danke fürs Folgen. Ich habe es vorher gesehen, aber war gerade in irgendeinem Monolog versunken.
Und hab's dann vergessen, dass ich dich begrüße. Okay, hier ist gleich ein Portal von denen. Hier ist noch ein Portal von denen. Hier ist ein Dorf mit Rekruten, aber die fehlen uns diesmal jetzt gerade nicht. Die Rekruten. Davon haben wir echt genug. Hier ist ein Expertenhäuschen. Experten können wir gerade auch nicht brauchen. Außer Experten im Winter schneller vergehen lassen. Da ist der Hafen. Hey, geht dem Reittier eigentlich nicht die Ausdauer aus? Das wäre ja cool. Ich meine, das ist zwar lahmarschig wie Sau, aber wenn ich dafür ununterbrochen sprinten kann, ist das eigentlich wieder... Ah, und schon fängt es an zu atmen und die Ausdauer geht aus. Kannst du jetzt wirklich deinen eigenen Körper essen? Nee, schade. Muss schon auf Gras stehen auch, das Ding. Naja. Wenn wir noch eine Nacht überleben, mache ich noch eine Expedition in die andere Richtung. Aber dann... Ich meine, es wäre sogar cool, wenn wir jetzt Game Over geben würden. Das wäre ein schöner Abschluss wenigstens. Ich will mich jetzt auch nicht einfach opfern. Bis zum Schluss durchhalten. Lang's geht. Kämpfen. Warte mal, da ist einer ohne Job. Das ist aber nicht gut. Vor allem, weil ich genug Gold habe, dass wir einen Bogen herstellen. Ein Bogenschütze mehr ist ein kleiner Funken Überlebenschance mehr. Zugegebenermaßen nicht viel, aber immerhin. Ich könnte euch zumindest, oder dir, eine Mauer erschaffen. Gibt's auch nicht Welt, aber... Aber ich glaube, aktiv verteidige ich lieber die Seite, die noch eine Mauer hat. Weil hier haben wir noch die Chance, wirklich was zu beschützen wenigstens. Ein paar Leute. Ritter. Ein paar Handwerker. Ja, die haben ja nicht lang gehalten, die Schutzkarte. Oh oh, die Krone! Die Krone! Ich könnte die Krone jetzt theoretisch noch zurückkriegen, bevor es die anderen kriegen, aber jetzt hat die Gier meine Krone. Und keine Krone, keine Königin. Niederlage ist das Erlebnis von Verlust und die Motivation, von neuem zu beginnen. Eine Krone, keine Königin. Livy. Gute Nacht, Crusader. Mach's gut. Bis bald. Ja, Ende. Aber das Spiel endet nicht wirklich, wenn man verliert. Das ist ganz cool. Ich starte jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wieder auf der ersten Insel. Es ist einiges verfallen und man muss einiges wieder neu aufbauen. Aber im Großen und Ganzen kann man weiterspielen. Und auch auf den anderen Inseln. Wenn ich jetzt auf Insel 2 und 3 reise... steht da viel von dem, was ich schon aufgebaut habe, immer noch. Die Technologie wird nicht zurückgestuft, zum Beispiel. Man kann hier alles wieder ein bisschen aufbauen. Wenn man Geld im Speicher hat, ist das Geld auch noch da. Das ist eigentlich alles ganz cool. Ah, wie schnell dieses Pferd jetzt gerade sich anfühlt im Vergleich zu dem super lahmarschigen, aber ziemlich nützlichen Ding, das wir davor hatten. Hast du jetzt auch eine Fähigkeit, Pferd? Nee. Pferd hat keine eigene Fähigkeit. Oder? Nee. Irgendwie kann ich schnauben. Aber wenn das Pferd gerade isst, stimmt nicht mal die Schnaubanimation. Also, das ist komisch. Ich glaube, ich kann gar nicht wirklich schnauben. Gerade konnte ich schon schnauben, aber ich glaube, ich weiß nicht genau. Weil der Aktionsauslösknopf ist gleichzeitig der Sprintknopf. Vielleicht... Genau, wenn ich versuche zu sprinten, obwohl das Pferd erschnöpft ist, macht es Schnass. Schnie auch immer. Dann machen wir Schnuss für heute.
Ach ja, Leute, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für die Bits. Danke fürs... Was ist denn das? Ach so, die zweite Königin quasi. Verstehe. Erst hat 56 Tage durchgehalten. Wie gesagt, der Fortschritt auf den anderen Inseln bleibt uns erhalten. Auch die Upgrades, die wir freigeschaltet haben und so. Cool, cool. Na gut. Gute Nacht. Macht's gut. Schlaft gut. Und bis nächsten Dienstag. Genau. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.